Sind zurück bei The Search und wir gehen heute jemanden sei vorsichtig da draußen aufs Maul hauen. Wo ist denn? Ah ja, der ist da vorne. Wir gehen heute au. Okay, wir können gleich wieder zurückgehen, weil das, was ich gemacht habe, nicht geklappt hat. Benötigst du Hilfe, Warren? Nee, noch nicht. Wir müssen aufleveln auf 55 unbedingt. Das heißt, eigentlich müssten wir noch ein paar Seelen sammeln. Gern. Ich sage immer Seelen, weil ich das so von Dings gewohnt bin. Von Diablo. Diablo? Nein, Dark Souls. Diablo. Von Dark Souls gewohnt bin. Dieses mit den Seelen. Was ist das für Sau, du Wichser? So, ab den Körper. Und, ja, wenn ihr dieses Spiel auch haben möchtet, dann guckt doch mal meine Videobeschreibung. Dort könnt ihr das Spiel erwerben. Bei meinem Spielesponsor, GamesPlanet.com. 15% günstiger. Und wir gehen jetzt den Weg hier längs. Und treffen uns mit einem ganz, ganz bösen Gegner. Eben da oben. Hey. Hey. Okay. Wollte gerade sagen, wo will er jetzt hin? Der lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Wir machen das hier jetzt frei Schnauze. Ich gucke jetzt nicht, wie lange wir gerade hier anhaben. Die Folge geht so lange, wie sie geht. So. Dann auf ein Tänzchen. Die erste Phase ist nicht ganz so schwierig. Aber wir stellen uns natürlich so an, dass es schwierig ist. Jetzt kommt er wieder. Jetzt kommt er wieder, oder? Erstmal der Laser. Wir müssen vorsichtig sein hier. Boom, die erste Hand ist ab. Na komm runter damit. Gut, die zweite Hand ist ab. Jetzt geht's weiter. Au. Okay, der erste Arm ist ab. Alter. Boah, das Anvisieren ist ätzend. Wartet mal. Wir dürfen das nicht anvisieren. Jetzt haben wir hier ein Problem. Und wir sollten mehr ausweichen. Der Laser immer. Okay, der ist auch ab. So, jetzt kümmern wir uns um das Riesenarschloch hier. Au. Oh, shit. Okay, unsere Rüstung schützt uns vor den größten Übeln. Auf.
Unsere Ausdauer ist relativ wenig. Aber es sieht so gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Friss das. Boom. Hitzkopf. Waffe erhalten. Big Sister 1 von 3 offline. Oh shit, okay. Das ist Big Sister 1 von 3 offline. Das bedeutet offensichtlich, dass es hiervon noch mehr gibt. Noch offensichtlich 2. Oh Gott. Naja. Dann gehen wir mal weiter. Was hier? Ah, hier ist wieder Schrott. Materialhaufen. Ein großer auf jeden Fall. Oh, hier geht's irgendwo hoch. Service-Schacht zu Creo 1. Jetzt kommen wir endlich zur Creo-Station. Nice. Da wollten wir doch schon die ganze Zeit hin. Schlimme ist, wir haben nur noch ein Health-Pack. Ich hoffe, hier. Oh! Ups, okay, das war. Okay, Leute. Ganz ruhig. Das war geplant. Das war geplant vom Spiel. Jo, hier kommen wir sowieso nicht rein. Weil das wieder nur für Sicherheitspersonal ist. Zugangsberechtigung erforderlich. Ich möchte unbedingt wissen, wann wir hier rein können. Mit ihm los. Druckkontrolle. Eindringling entdeckt. Verteidigungsmechanismus aktiviert. Alter, was geht? Mickey hat immer gesagt, dass ich ihm den Atem raube. Ich schätze, das trifft nicht nur auf ihn zu. Die Bitch. Warte mal, können wir das da oben kaputt machen? Ah, ich habe nicht so viel Energie, ne? Oh, dein Arm ist ab. Was machst du jetzt? Nichts mehr. Scheiß Kasten. Da müssen wir gleich mal hin. Da will ich hin. Die alte Furt raubt mir nicht den Atem. Hallo. Und der lasse ich mir nicht den Atem rauben, Leute. So, da unten kommen wir nicht durch, weil da dieses Sicherheits... Oh nein, Headset. Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen die Antwort. Wurde Rom an einem Tag erbaut? Die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre wurde so Rom an einem Tag erbaut? Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert. Der Typ nervt richtig ab, ne? Schon klar. Wir sind alle ungeduldig. Doch mit jedem neuen Tag. Intelligentes Exo. Und hör Seconds. Second Skin, ja, das Ding hatten wir ja. Von der Produktionseffizienz. Oh, hier ist Schaden. Neues Implantat. Mechanische. Kannisches Gegengewicht. Hier bei Creo arbeiten unsere Wissenschaftler Tag und Nacht. Da hinten ist eine Dingsstation. Um von Jonah Guttenbergs großer Vision weiterzubringen. Niemand hat je versucht, was wir hier tun. Wir erforschen neue Methoden, welche die Grenzen des Machbaren immer weiter ausdehnen. Jeden Tag verbessert eure Arbeit die Zukunft der Menschheit und bringt uns unserem Ziel Stück für Stück näher. Es ist eine große Aufgabe. Doch zusammen kriegen wir das hin. Was es auch kostet. Wir erschaffen ein neues Paradies. Okay. Ein Utopia für alle. Was ist das hier?
Oh, jetzt kommt er wieder mit dem gleichen... Er blüht einen Garten über Nacht? Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen die Antworten darauf. Oh, hier ist eine Waffe drin, ne? Dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge. Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, schon klar. Wir sind alle ungeduldig. Doch mit jedem neuen Tag. Hier irgendwas hier hinten? Nein, hier gibt es nichts. Von der Produktionseffizienz, Ladungsverteilung und chemischen Zusammensetzung. Da gehen wir gleich rein. Wir gucken noch einmal hier hinten. Das ist nämlich irgendeine Abkürzung oder irgendein Weg. Was ist das? Vitalboost, Volume 3. Verbindung fehlgeschlagen. Okay, da kommen wir nur von oben rein. Das ist also eine Abkürzung hier nach unten. Und dann kommen wir hier wieder raus. Diesen Weg haben wir aber noch nicht. Je versucht, was wir hier tun. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Warren? Log 2. Über Nacht hat es sich entwickelt. Die Punkte sind zu Strukturen geworden. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Erotisch. Es ist kein menschliches Gewebe mehr. Es ist etwas anderes. Ich bin rauf in die Servicestation und habe eine Probe von meinem rechten Unterschenkel genommen. Die Strukturen sind dort bei weitem am ausgeprägtesten. Der Bereich war vollständig taub, eine Betäubung nicht erforderlich. Ein Schnitt durch die oberen Hautschichten ermöglichte mir die Entnahme einiger Kubikmillimeter Gewebe. Die Analysen laufen noch. Igitt, was mit den Leuten los ist, ne? Oh, was ist denn mit ihm hier? Oh Gott. Wir helfen gern. Ja. Was ist los, Kollege? Meine Kleine. Sie ist fort. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Bitte. Hilf mir, sie zu finden. Wer bist du? Okay, beruhige dich. Also, wer bist du? Alec. Mein Name ist Alec. Ich bitte, ich muss sie finden. Sie ist ganz allein. Weißt du, was hier los ist? Schätze, du hast auch keine Ahnung, was hier los ist, oder? Nein. Nein, ich dachte, es läge an mir. Dass irgendwas mit meinem Neurolink nicht stimmt. Alles wurde schwarz. Aber dann habe ich Maddie gesehen. Sie war außer sich. Und die Flure, die Labore, wie leergefegt. Als wären wir in einem Albtraum aufgewacht. Hey, alles okay? Was ist passiert? Ich habe sie verloren. Ich habe mein Mädchen verloren, meine Kleine. Wir wurden angegriffen auf den Fluren und... Ich weiß nicht, es ging alles so schnell. Jetzt... Ich weiß nicht, wo sie ist. Ich werde versuchen, sie zu finden, okay? Aber du musst dich beruhigen. Hast du irgendeine Ahnung, wo sie sein könnte? Ich weiß es nicht. Vielleicht in meinem Büro. Wir sind nicht weit gekommen. Sie könnte zurückgerannt sein. Das hier ist der Zugangscode. Maddie ist alles, was ich habe. Danke. Tut mir leid, aber ich muss jetzt gehen. Ich weiß, aber... Bitte... Okay, der hat seine Kleine hier irgendwo verloren. Die wir am besten mal suchen sollten. Wir haben einen neuen Exo-Rig, neues Implantat, was wir uns jetzt einsetzen können. Da müssen wir mal überlegen. Ich guck mal, ob ich noch... Nee, das sind alle, die ich habe. Die zwei sind drinne. Die beiden habe ich noch. Die 160er und die 180er. Oh, das ist neu. 54 Leben. Jo, das mit rein. Jetzt sind wir schon bei 333 Leben. Also wir sind echt tanky. Tanky as fuck, Leute. Nur mit unserer Ausdauer könnte es besser sein. Dafür müssten wir aber unsere... Warte, wir haben noch ein extra Ding gekriegt. Ja. Wuchtschaden, Schnittschaden, Stichschaden. 2020. Wir sind ja Stich. Also mit dem Stich könnten wir irgendwie viel anfangen. Aber dafür müsste man dann wieder Energie aufwenden. Das ist nicht so toll. Ja, ein paar Kernpunkte haben wir noch über. Wir gehen einmal hier ran. Ich will gucken, ob ich jetzt meine Dings aufwerten könnte. Nee, kann ich immer noch nicht. Das auch noch nicht. Kann ich die aufwerten? Oh Gott, fehlt da viel. MK2. MK2. Alter, ich muss mehr farmen. Dann könnte ich auch mehr davon machen.
Weil die Passive von der Rüstung hier, die wir gerade angucken, habe ich auch in einem extra Video gemacht, MG Gorgon, die ist nicht schlecht. Die Passive ist sehr, sehr gut und würde uns echt weiterhelfen. Hier brauchen wir noch ein bisschen, damit wir die auf den nächsten Level bringen können. Auf MK3. Bis jetzt habe ich auch noch keine bessere Waffe gefunden, außer die. Die benutze ich seit Anfang an. Ich bin Einhänderspieler mit Schnitt- und Stichschaden und darauf ist auch meine Rüstung und so ausgelegt. Ja, quatschen wir mal mit der hier. Scheint, als hättest du ein sicheres Talent, irgendwo zu stranden, wo du nicht hingehörst. Wie bist du in der Forschungsabteilung gelandet? Das ist ein gesicherter Bereich. Du musst verschwinden, bevor der Werkschutz auftaucht. Alles okay? Wie läuft's bei dir? Alles okay? Ich weiß es nicht. Ich wurde nicht für sowas ausgebildet. Was auch immer passiert ist, hat das gesamte Netzwerk getroffen. Es ist alles verlinkt, sämtliche Systeme. Ich habe Angst. Ich hoffe nur, dass der Vorstand uns helfen kann. Ich glaube eigentlich, dass der Vorstand dafür zuständig ist, dass das hier so scheiße läuft, ja? Okay, bin auf dem Weg. Tschüssi. Verschwinde da unten, so schnell du kannst. Ja, das sagt sich so einfach. Erstmal müssen wir hier wieder die ganzen... Komm jederzeit wieder. Wir erforschen neue Methoden, welche die Grenzen des Machbaren immer weiter ausdehnen. Jeden Tag verbessert eure Arbeit die Zukunft der Menschheit und bringt uns unserem Ziel Stück für Stück näher. Es ist eine große Aufgabe, doch zusammen kriegen wir das hin, was es auch kostet. Wir erschaffen ein neues Paradies. Wurde Rom an einem Tag erbaut? Für alle. Wurde der Garten gewachsen? Oder was er da auch immer sagt, Alter? Jetzt kommt Eternus. Komm. Wir haben es ja noch nicht oft genug gehört. Er blüht ein Garten über Nacht? Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen die Antworten darauf. Oh shit. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar. Wir sind alle ungeduldig. Doch mit jedem neuen Tag, mit jedem Start, entwickeln wir Projekt Resolve weiter. Unsere Forschung macht ja keinen. Das Problem ist, der Boy wird geschützt von dieser scheiß Drohne. Das heißt, die macht ein Schild auf ihn. Chemischen Zusammensetzung bis zum Wertstoffrecycling. Hier bei Creel. Tja, und jetzt machen wir die einfach mal gleich weg, au. Und dann fighten wir mal gegen den Boy. Als erstes möchte ich deinen Körper haben. Oh, gib mir deinen Körper. Methoden, welche die Grenzen des Machbaren. Wenn man nicht genau sieht, wie viel HP der noch hat, ist das ziemlich schwierig. Yassa. Haben wir das schon? Ja, den Liquidator haben wir schon. Aber sein Helm ist neu. Sein Helm habe ich noch nicht gesehen. Den Helm kenne ich nicht, den er da anhat. Ein Raum ohne Gegner? Ich glaube kaum. Ein Raum ohne Gegner. Ich muss doch sagen, ich bin ausgesprochen verwundert, dass der Vorstand jemanden für die Inspektion entbehren konnte und das unter den gegebenen, sagen wir, Umständen. Wie auch immer, ich bin Dr. Gene Barrett, Leiter des Utopia-Projekts und der Forschungsabteilung. Oh, bitte um Verzeihung, darüber sind Sie natürlich im Bilde. Also dann kommen wir doch einfach gleich zum Geschäftlichen. Wir wollen doch nicht Ihre Zeit verschwenden, nicht wahr? Bitte, schauen Sie sich um. Sie werden sehen, es ist alles in bester Ordnung. Ich bereite derweil alles vor für unsere kleine Unterhaltung. Okay. Was ist denn das für ein Typ, Alter? Warte mal, hier kommen wir nicht rein. Was ist das? Adrenalin-Injektor. What the fuck? Was ist denn das? Ein Adrenalin-Injektor. Kann ich dadurch schneller zuschlagen oder? Wo ist denn das Ding? Da.
MK4. Energieverbrauch. Verstärkt die Sinne, wodurch gegnerische Bewegungen verlangsamt erscheinen. Verbraucht den Kernleist... 5 Kernleistung verbraucht. Das heilige Scheiße. Das ist MK2. Aber gut, weil wir brauchen eh MK2. Schlüsselkarte haben wir. Questgegenstand. Registriert auf Alec Norris. Forschungsabteilung. Erweiterte KI-Entwicklung. Sie sollte die Tür zu seinem Büro öffnen. Okay. Das haben wir schon mal. Boah, das wird übertrieben kompliziert hier alles, ne? Ausrüstung. Wir haben eine neue Waffe. Hitzkopf. Ja, machen wir aber nicht. Wir sind immer noch der Einhänderboy. Ah, öffnen wir mal das Türchen. Wie ich das wusste, Alter. Abgetrennt. Er hat da hinten was am Rücken. Habt ihr es gesehen? Oh, seht ihr das? Die haben neue Helme da unten, der Typ da. Der Typ hat definitiv einen neuen Helm. Können wir den anlocken? Ja, den können wir anlocken, nice. Das liebe ich ja so, mit der Drohne. Da kann man die ganzen Gegner nämlich anlocken. Ja, der Kopf ist neu, den brauchen wir. Holy shit. Der Typ meint's ernst, Alter. Fuck. Das war zu viel. Das ist halt das Problem. Ich kann halt nicht sehen. Also wir müssen erstmal das Ding wechseln. Ist egal, ob wir den nochmal besiegen müssen. Ich muss das Implantat wechseln. Wir müssen das unbedingt sehen, wie viel Lebensenergie die haben. Leute, was geht hier? Erblüht ein Garten über Nacht? Ja. Rom an einem Tag erbaut. Wir alle kennen die Antworten darauf. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, schon klar. Schon klar. Wir sind schon alle ungeduldig. Doch hallo. Hi auch. So, wir müssen das andere mitnehmen, das geht nicht. Wir müssen auf das extra Leben verzichten. Wir brauchen das unbedingt. Wir müssen das sehen, wie viel die haben an Leben, sonst kann ich das nicht koordinieren, wann ich denen die Birne abschlagen kann. Das funktioniert so leider nicht. Gib Acht auf deine Kollegen. Sie geben Acht auf dich. Gib Acht Unsere auf Forschung deine Kollegen. Macht ja keine Pause. Von der Produktionseffizienz, da oben komme ich nirgendwo hin, ne? Und chemischen Zusammensetzung bis zum Wertstoffrecycling. Da komme ich nicht, oder? Arbeiten unsere Wissenschaftler Tag und Nacht, um kann nicht geöffnet von werden. Jonah Guttenbergs großer Vision weiterzubringen. Niemand hat je versucht, was wir hier tun. Können wir hier rein? Wir erforschen neue Methoden, welche die Grenzen des Machbaren immer weiter ausdehnen. Die Türen sind eh kaputt. Verbessert eure Arbeit, hier ist was. Die Zukunft der Menschheit und bringt uns unserem Ziel Stück für Stück näher. Es ist eine große Aufgabe. Doch zusammen kriegen wir das hin, was es auch kostet. Wir erschaffen ein neues Paradies. Ein Utopia für alle. Schrecklich, die Propaganda. Und dass die dann auch immer und immer und immer wieder läuft, ne? Schrecklich. Erblüht ein Garten über Nacht? Wurde Rom an einem Tag erbaut? Wir alle kennen die Antworten darauf. Warum also denken die Leute, dass der Wiederaufbau der Atmosphäre so schnell ginge? Immerhin hat es 2 Jahrhunderte gedauert, sie zu ruinieren. Schon klar, schon klar. Schon klar, schon klar. Wir sind alle ungeduldig. Doch mit jedem neuen Tag. Mit jedem Start. Wir wollen seinen Kopf haben, dürfen wir nicht vergessen. Oder haben wir den Kopf nicht?
Okay, den Kopf haben wir schon. Aber den brauchen wir trotzdem wegen der, wegen dem Sammelzeug. Mach mal ab die Hälfte da. Oh, schade, das wird nichts. Wir haben zu wenig auf seinen Körper geschlagen. Mist. Ich hätte jetzt gerne... So, ich hätte jetzt gerne... Ah, ja, doch. Ah, so, der ist da rausgekommen, alles klar. Yes, den hat er getroffen, super. Das heißt, wir können auch seinen Kopf jetzt kriegen. Ah, der kommt nicht weiter als bis hier zur Treppe, ne? So, seinen Kopf haben wir. Jo, Schema freigeschaltet. Gefahrenabwehrhelm. Das bringt einfach gar nichts, diese kleinen Dinger. Ich glaube, ich wechsle die auch bald mal. Das lohnt sich einfach nicht, diese 80 Leben mitzunehmen. Den müsste ich mal anlocken. Yes, sie hat getroffen. Aber er kommt nicht, ne? Nee, ich glaube, er will nicht kommen. Warte, wir haben den Idioten da oben drauf. Ih, lol. Der sich halt einfach umdreht. Und genau weiß, dass wir hinter ihm sind. Kopf ab. Mach dich locker. Display Resolve versus... Was? Utopia Pro und Contras. Okay. Wo ist denn der jetzt hingegangen? Ach so, der ist jetzt unten. Der ist unten, Freunde. Ach du Kacke, da kommt auch noch scheiß Gas raus oder sowas. Oder ist das der Idiot, der hier rumballert? Ja, das ist der Idiot, ne? Der bringt sich ja fast selber um. Ja, Mann, der Idiot hat sich echt selbst umgebracht. Das ist vielleicht ein Vollidiot. Der hat sich echt selbst umgebracht, Leute. Oder oben können wir irgendwas kurz schließen. Oh, wir müssen hier echt aufpassen. Mal gucken, was hier für eine Nachricht ist. Ich kann so nicht guten Gewissens weitermachen. Wir brauchen mehr Zeit. Aber Sie sagen, das sagen wir immer. Hauptsächlich, weil es wahr ist. Utopia ist auf lange Sicht die bessere Lösung. Es hat nicht die Nebenwirkungen von Resolve, was nicht ganz stimmt. Es hat eine unmittelbare, verheerende Wirkung. Doch anstatt über Jahre hinweg, tritt sie sofort auf. Trotzdem, sie lassen sich nicht aufhalten. Die Menschen... Diese armen, armen Menschen. Wir sind hier, um ihnen zu helfen, oder nicht? Das ist unser Job. Wo ist denn sonst der Sinn? Okay. Ja, das Problem ist, glaube ich, das Projekt Resolve ist halt schädlicher als das Utopia, weil das Utopia mit Pflanzen ist, glaube ich. Aber da weiß ich auch noch nichts genau. Da habe ich noch nicht ganz hintergeblickt. Da ist auf jeden Fall eine Abkürzung, die wir nehmen können. Wir machen hier mal, wir braten hier mal.
Und dann gucken wir mal, wo der Schaltkreis hinführt. Das Kabel führt hier längs. Da. Da, da, hier. Okay, hier hin. Dahinter ist auf jeden Fall irgendwas. Welcome to the family, son. Lassen wir den hier mal schön rein. Schön, immer alles schön anlocken. Wir haben Zeit, Freunde, wir haben Zeit. Wir brauchen auf jeden Fall noch Module. Okay, das passiert, wenn man den Kanister hinter seinem Rücken ein bisschen kaputt macht. Ja, gut. So, was ist hier? Hier ist nichts. Was steht hier? Legion, Barrett, Projektleitung, Utopia. Was ist hier? Plasmatische Regeneration und das hier... Login ungültig. Chavez Projektleitung. Resolved. Okay. Nicht mal mehr die Projektleitung konnte hier irgendwie sich einloggen, so wie es aussieht. Das ist wieder so ein alter Chabo. Wieder mit diesem Kanister am Rücken. Und mit diesem komischen Helm auf der Birne. Ich möchte ihn ja gerne in den Rücken schlagen, ne? Sieht so aus, als wenn er hier der Einzige im Raum ist. Okay. Out. Alter, die halten aber auch was aus. Macht's Wumm bei ihm. Leicht entzündliches Gas, liebe Freunde. Da sollten wir wirklich aufpassen. Da ist noch irgendwas drin. Ne? Was ist hier? Ah, hier geht's hoch. Hier ist gar nichts, oder was? Ah, doch, hier. Das können wir aber nur von der anderen Seite öffnen. Das heißt, wir müssen da irgendwo rumlaufen. Tja, aber wie es hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. The Search. Tschüss.